Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Rheinländer, das sage ich, schicke ich gleich vorweg. Das werden Sie manchmal im Vortrag merken. Der Rheinländer redet gerne und auch zügig. Ja, und als niedergelassener Pneumologe habe ich das wirklich jeden Tag in meiner Praxis, dass ich würde mal sagen, von 50 Menschen haben 5 mindestens schon ein Antibiotikum bekommen, weil sie ja gerade einen Infekt der Atemwege haben. Und wir sind uns alle einig, das sind Virusinfekte, da helfen Antibiotika in der Regel nicht, es bringt mehr Probleme. Und deswegen gucken wir uns mal ein bisschen an, was ist da eigentlich los, wenn in den Atemwegen ein Infekt abläuft. Grundsätzlich die Lunge, das sehen Sie auch hier auf dem Bild, das schönste Organ des Menschen. Es gibt 2 Lungen, eine linke, eine rechte. Die Natur hat die wichtigen Organe alle paarig angelegt. Deswegen bin ich auch Pneumologe geworden. Und in der Lunge gibt es Strukturen, die dafür sorgen, dass Luft eingesogen wird und dann Sauerstoff aus der Luft ins Blut geht. So sieht das normalerweise aus. Da sehen Sie gelb den Stützapparat und rot, das sind ganz, ganz dünne Zellen, die Pneumozyten, durch die Sauerstoff hindurch diffundieren kann. So sieht das normalerweise aus. Das ist eine ganz wichtige Struktur, das sind die Zilien, die kleinen Flimmerhärchen. Und die kleiden schon den Nasenraum aus, dann geht das runter über die Luftröhre bis hin zu den kleinsten Atemwegen. Und diese Zilien kann man sich vorstellen, wie wenn Sie eine Muschel mal aufmachen, eine lebende Muschel, da sind diese Flimmerhärchen drin, die die ganze Zeit das Seewasser in der Muschel in den Schlund spülen. Das machen die Zilien beim Menschen auch. Die bewegen sich die ganze Zeit und es gibt ein Sekret, das über diese Zilien hinwegläuft. Und man kann so ein bisschen plastisch sagen, das ist wie feucht durchwischen der Atemwege. Also die Zilien bewegen sich die ganze Zeit so, dass das Sekret langsam nach oben transportiert wird und auf den Zilien drauf reiten dann so Kissen mit zähflüssigerem Sekret, in das sich Partikel einlagern können, die eben aus der Lunge wieder raus sollen. Das Ganze hat 3 verschiedene Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Sie sehen die Alveolen, also die kleinen Zellen, die bis zu den Lungenbläschen führen. Da erfolgt der Gasaustausch und da wird der Surfactant gebildet. Surfactant ist eine ganz, ganz dünnflüssige Phase, die einfach nur dazu dient, dass die Lunge nicht zusammenklebt. Also wenn wir ausatmen, wollen wir anschließend auch wieder einatmen, ohne dass wir erstmal eine Adhäsion überwinden müssen, wie Sie die von der Haftcreme kennen, vom Gebiss. Und dafür ist der Surfactant da. Dann kommt eben die Gelphase und die Solphase des Bronchialsekretes, wenn es normal gebildet wird. Das dient dazu, dass die Zilien sich in der Gelphase, dass sie in der Solphase sich bewegen können. Die Solphase bedeckt die Zilien, die können da drin sich schön frei bewegen. Und darüber ist die Gelphase, das ist das, was transportiert wird, wie so Kissen, auf denen dann die Partikel, die eingeatmet werden, sich einlagern und nach oben kommen. Und kontinuierlich kommen hier bei uns am Kehlkopf ganz, ganz kleine Mengen davon an, die werden einfach verschluckt. So läuft das normalerweise. Wenn wir etwas inhalieren, was ein bisschen zu groß ist oder was gar nicht gut ist aus chemischen Gründen, beispielsweise Magensäure, dann kommt es zum Hustenreiz. Und der Hustenreiz besteht aus einem Reflexbogen, das sehen Sie da, das Hustenzentrum bekommt ein Signal, hier ist gerade was gelandet, was hier nicht rein soll, gibt dann umgekehrt das Signal, die Muskulatur, die Atmungsmuskulatur und das Zwerchfell sollen sich ganz schnell kontrahieren und so kommt am Ende der Hustenstoß zustande. Also ein eigentlich völlig normaler Reinigungsmechanismus, der dazu dient, Partikel, die wir inhalieren, oder chemische Substanzen sofort wieder loszuwerden, weil die nicht in der Lunge bleiben sollen. Die Lunge hat dafür 2 verschiedene Rezeptortypen. Es gibt Chemorezeptoren, die erkennen eben, ob das, was inhaliert wird, gerade zum Beispiel Magensäure ist oder anderes chemisch irritativ. Es sind auch sogar Geruchsrezeptoren dabei, die riechen praktisch, ob wir gerade was inhalieren, was nicht gut ist. Das gilt zum Beispiel auch für Mikroorganismen. Die riechen schlecht und darum wollen wir sie loswerden. Und es gibt Dehnungsrezeptoren. Diese Dehnungsrezeptoren, die merken eben, wenn ich eine Erbse verschlucke und inhaliere, die landet dann auf der Schleimhaut, das drückt da drauf und dann melden diese Dehnungsrezeptoren, jetzt ist ein Hustenstoß angebracht, um diese Erbse wieder loszuwerden. Das ist also völlig normale physiologische Reaktion. Blöd ist, dass das Ganze eben
auch im Rahmen von Krankheiten auftreten kann. Und Sie sehen hier die zeitlichen Abläufe bei der akuten Bronchitis. Es kommt zuerst zur Virusinfektion. Wir haben ungefähr 250 verschiedene atemwegsgängige Viren, die alle zur Erkältung führen können. Das Blöde ist, Sie können heute sich mit dem Virus infizieren und am Sonntag wieder. Das heißt, während die Erkältung, die sich heute einfangen, läuft, kriegen Sie am Sonntag schon die nächste. Und so zieht sich das dann durch den Winter. Und Sie können hier mal diese typischen Abläufe sehen. Es fängt immer an mit Halsschmerzen, eher langsamer Beginn. Man merkt halt so morgens früh, es kratzt ein bisschen im Hals. Dann können Kopf- und Gliederschmerzen auftreten, aber das steht halt nicht im Vordergrund. Schnupfen ist die nächste Stufe. Das ist auch das normale Reservoir dieser Erreger. Die sitzen erstmal in der Nase und sorgen da dafür, dass die Zellen infiziert sind. Und dann kommt die Phase mit trockenem Husten, der anschließend produktiv wird. Dieser trockene Husten hat jetzt nichts zu tun mit den eben beschriebenen Mechanismen. Das heißt, da wird jetzt gerade nicht die Lunge gereinigt, sondern das ist ein Hustenreiz, der dadurch resultiert, dass diese Rezeptoren, die eigentlich geschützt liegen unter einigen Schichten von Zellen, plötzlich frei liegen und auf alles reagieren. Tiefes Einatmen, kalte Luft, irgendwelche kleinen Reize sorgen sofort dafür, dass diese Rezeptoren Alarm schlagen und sofort entsteht ein Hustenreiz. Was Sie an dieser Grafik schön sehen können, ist, wie lange eine Erkältung, ein grippaler Effekt normalerweise dauert. Menschen sagen ja auch im Volksmund, 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Das ist so ein relativ realistisches Zeitfenster. Sie sehen auch, es kann sogar länger dauern, 14 Tage, 3 Wochen kann das auch noch dauern. Und der Husten kann sogar noch länger bleiben. Beispielsweise, wenn jemand raucht, dann merkt er eben noch deutlich länger was davon. Oder Menschen mit Asthma, die merken auch deutlich länger, dass da noch Hustenreiz bleibt. So sieht das dann rasterelektronenmikroskopisch aus, was sich da abspielt. Sie haben die Zilien, die Sie eben schon kennengelernt haben. Sie haben unten Schleim. Und jetzt sieht das nicht mehr aus wie das, was eigentlich da sein sollte, nämlich diese Salzphase, diese schöne dünnflüssige Schicht und oben die Gelkissen, sondern jetzt ist das eher so ein ganz zähes Konglomerat aus verschiedensten Substanzen und da kleben die Zilien fest. Das heißt, diese eigentliche Reinigungsfunktion, dieses langsame Bewegen der Zilien, die bleiben stecken in diesem zähen Sekret und die kriegen die Krankheitserreger gerade nicht nach außen transportiert. Die setzen sich da richtig fest und die Betroffenen schildern das auch so, die sagen, ich kann nicht abhusten, ich kriege das gar nicht raus. Hier sitzt immer was und morgens früh muss ich mich quälen und dann räuspert man sich, bis es wehtut, aber es kommt halt nicht raus. Hier haben Sie eine Darstellung, die das mal so nebeneinander stellt. Auf der linken Seite, so wie es eigentlich sein soll, nämlich oben eine Gelphase, die eben Staubpartikel und andere Dinge aufnimmt. Dann die Sohlephase, die Salzphase, in der die Zilien sich bewegen. Und dazwischen eine ganz, ganz dünne Schicht, sodass das beides aneinander vorbeigleiten kann. Dann sehen Sie die Becherzellen, das sind diese bläulichen tiefen Dinge, da kommt das normale Bronchialsekret raus, was eben diese Gelphase ausmacht. Und dann sehen Sie unten auch diese Rezeptoren, diese gelben Strukturen. Das sind die Nervenenden, das sind die Rezeptoren, die eben erkennen, ob da eine Erbse drauf gelandet ist oder ob Sie gerade irgendwas eingeatmet haben, Magensäure wieder als Beispiel, was da nicht hingehört. Wenn es so weiter nach rechts geht, dann wird mehr und mehr der krankhafte Zustand zu sehen sein. Denn jetzt sehen Sie, dass das Ganze sich so ein bisschen zerrüttet. Die Schleimhaut ist auch nicht mehr so ganz geordnet. Die Zilien kleben fest, die können sich nicht mehr bewegen. Und der Schleim hat nicht mehr diese Schichtung, wie sie normalerweise sein soll, sondern es ist einfach ein zähes Sekret, das nicht mehr bewegt werden kann, wo alles drin festklebt. Und das quält die Patienten eben tagsüber und vor allem auch nachts. Batterie leer? Nee. Wenn jemand eine akute Bronchitis hat, dann hat er 2 Möglichkeiten. Er kommt zu mir als Lungenarzt oder er kommt zu Ihnen und zeigt uns das und sagt, gucken Sie mal, Herr Doktor, das kommt gerade bei mir raus. Ich sage natürlich sofort, wenn Sie Ihrem Lieblingspneumologen eine Freude machen wollen, lassen Sie das Taschentuch stecken, beschreiben Sie es mir. Dann sagt der Betroffene, ja, aber wenn ich Sie belüge, sage ich, ja, wer von uns beiden nimmt denn dann das Medikament? Ach ja, richtig, ne? Also besser dem Arzt die Wahrheit sagen und es gilt für Sie als Apotheker genauso. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen ästhetischer darzustellen. Das ist ein Foto von Professor Morgenroth aus Bochum. Und so sieht die akute und chronische Bronchitis aus, wenn sie gerade abläuft. Da sehen Sie einmal die Zellen, diese Auskleidung. Und was Sie da auch erkennen können, ist, die haben so leichte Einbuchtungen. Da sollten eigentlich die Zilien sein, da sollten eigentlich die Flimmerhärchen sein.
Dieses Bild zeigt, dass die Entzündung schon länger besteht, dass diese Zilien sich zurückgezogen haben und die Zelle jetzt eine glatte Oberfläche hat. Das ist ungünstig, denn der Schleim, der eigentlich nach oben kommen soll, der sackt jetzt noch tiefer runter. Und ein Mensch, der das so hat, bei dem die Zilien kaputt sind, das ist derjenige, der ihnen sagt, ja morgens früh, wenn ich aufstehe, dann ist da immer ganz viel, das kommt dann raus. Kann man sich wirklich mechanistisch ganz einfach erklären. Im Liegen fließt der Schleim eben so langsam nach oben und kommt dann in die Strukturen, wo ich es rauskriege. Das, was so aussieht wie so Sahnetrüffel, wie Pralinen, das sind Makrophagen, das sind die Fresszellen. Sie können auch so Ausläufer erkennen. Die wollen halt die Bakterien einfangen und die Viren. Und so etwas oben im rechten Viertel, da sehen Sie ein paar Viren. Die kleben da an den Zellwänden fest und wollen da nicht weg. Das ist die akute und die chronische Bronchitis im 3D-Bild von Professor Morgenroth. Und darum geht's. Husten tut man eben nicht nur, weil die Rezeptoren gute Arbeit leisten, sondern auch, weil die Schleimhaut völlig zerrüttet ist durch die Entzündung. Man kann sich das wirklich vorstellen, dass die Schleimhaut wund ist, dass die rot ist und wehtut. Und die Rezeptoren reagieren auf alles, auf jedes tiefe Atmen, auf ein bisschen Schleim, der irgendwo sitzt und schon muss der Patient husten. Was kann man da noch zu sagen? Hustenreiz selber führt auch zu Hustenreizen. Das erlebe ich auch ganz oft in der Praxis. Menschen, die eben aus einer Erkältung rauskommen, die sagen, aber der Hustenreiz bleibt die ganze Zeit. Und das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Wenn Sie husten, dann klatschen die Bronchialwände aneinander und das führt dazu, dass die wieder gereizt werden. Das heißt, immer wieder neu habe ich eine Reizung der Bronchialwand durch den Hustenstoß selber. Und Sie haben das bestimmt schon öfters gehört, es gibt halt zwei Ansätze, wenn ich Husten behandle. Ich kann einen Hustenblocker geben, der ist in so einer Situation sinnvoll, denn dann kann ich dazu kann beitragen, dass die Bronchialwände nicht mehr so aneinander schlagen. Und ich gebe einen Hustenlöser, damit das, was da drin ist, rauskommt. Das sind so die beiden Konzepte, die man eben hat, um hier therapeutisch anzusetzen. Ein Wort noch zur Infektion bei der ganzen Geschichte. Menschen, die eben Husten und Schnupfen haben, die laufen halt auch hier tatsächlich rum und husten sie an und schniesen sie an. Und das führt zur Tröpfcheninfektion. Und ich habe viele, die mir sagen, ja, ich habe jetzt eine Erkältung, ich habe aber auch im Zug gesessen, da war es kalt oder ich hatte eine Klimaanlage an und. Es gibt tausend tolle Erklärungen, wie eine Erkältung kommt. Und die einfachste, die banalste, nämlich sie haben sich bei jemandem angesteckt, der sie angehustet oder angeschnieft hat, die wird dann nicht gesehen. Das liegt halt daran, dass man denjenigen auch gar nicht wahrnehmen muss. Also zum einen, wenn ich jetzt huste und ich versuche, meine Tröpfchen beim Husten nach vorne zu bringen, dann erreiche ich nicht mal die erste Reihe. Sie haben alle Ruhe vor meinem Husten. Das liegt daran, dass Tropfen, die man aushustet, gerade mal anderthalb Meter fliegen. Das heißt, die kommen gerade so in die Mitte zwischen uns. Das, was aber weiterfliegt, das sind die Tropfenkerne. Tropfenkerne ist das, wenn ich huste, dann entstehen die Tröpfchen und die verdunsten auch ziemlich schnell, gerade hier in dem Scheinwerferlicht. Und das, was dann übrig bleibt, die Tropfenkerne, die sind so 10 Mikrometer groß, die fliegen weiter. Und die kommen auch zu Ihnen da hinten. Das heißt, wenn ich hier vorne huste und niese, dann haben Sie hier Ruhe von meinen Tropfen, aber da hinten, da kommen meine Tropfenkerne an. Und das heißt halt auch, wenn ich im Flugzeug sitze und huste und niese, drei Reihen vor mir, drei Reihen hinter mir, haben Sie auch alle Spaß in drei Tagen, da haben Sie mich auch eine Erkältung. Oder wenn ich in den Bus einsteige, huste und niese und steige wieder aus und Sie steigen dann ein, kriegen Sie es auch. Also diese Idee, ich habe mit einer Klimaanlage oder kalte Zugluft und das war das, der Auslöser ist halt Unsinn, es hat immer was zu tun mit einer Infektion. Das führt dazu, dass Ärzte den nächsten Schritt denken. Infektion, was mache ich da? Standardantwort, Antibiotikum. Oder wenn der Laie sagt, hat Antibiotika. Und ja, da sind wir Deutschen gar nicht so schlecht. Sie sehen hier eine europäische Statistik, Sie sehen den Verbrauch an verschiedenen Substanzen. Frankreich führt. Und wenn Sie gleich Resistenzstatistiken sehen, dann sehen Sie, Frankreich führt auch da. Die Resistenzen sind in Frankreich so hoch wie nirgendwo anders. Die Deutschen sind der fünftletzte Strich von rechts. Wir sind also gar nicht so schlecht. Wir sind schon relativ restriktiv. Unter anderem liegt das daran, dass bei uns Antibiotika vom Arzt verschrieben werden müssen. In einigen Ländern können Sie die so kaufen im Supermarkt. Amoxicillin können Sie frei kaufen und dann haben Sie natürlich irrsinnigen Verbrauch. Und ich habe auch immer Menschen bei mir sitzen, die sagen, Herr Doktor, ich brauche jetzt ein, und das war das schönste Wort, seit langem von einem promovierten Chemiker, Sie müssen meiner Frau jetzt mal ein Breitspektrum-Antibiotikum verschreiben. Da dachte ich, oh, der Mann hat nichts verstanden. Aber gut, das habe ich ihm auch deutlich gesagt und dann habe ich ihm erklärt, was nämlich dann passiert. Wenn ich seiner Frau ein Breitspektrum-Antibiotikum verschreibe, wegen ihres Schnupfens, dann kriegt sie eine Resistenz.
und sie kriegt Durchfall. Wenn er das will, ist okay. Wenn die Ehe gerade zerrüttet ist, kann man das machen als Konzept. Aber ich mache da nicht mit. Und dem habe ich halt erklärt, diese Antibiotika-Verordnungen, die wir eben flächendeckend haben bei Husten und Schnupfen, die führen wirklich nur zu Problemen. Hier geht es noch in Deutschland. Da sehen Sie die Penicillinresistenz von Pneumokokken. Pneumokokken sind der Leitkeim der Lungenentzündung. 70% der Lungenentzündungen werden von Pneumokokken verursacht. Da liegen wir in Deutschland mit einer Resistenzrate von 2% ganz gut. Gucken Sie sich mal Frankreich an. 46% der Pneumokokkenstämme sind resistent gegen Penicillin, weil man es da so kaufen kann. Und das Gleiche gilt für Makrolide. HNO-Ärzte lieben Makrolide. Schnupfen, Roxithromycin, Clarithromycin, was sie wollen. Und da haben wir auch in Deutschland schon die ersten Probleme mit Haemophilus und mit Pneumokokken. Pneumokokkenresistenzrate 16%, Haemophilus geht an 100%. Also einer der Leitkeime bei der COPD, Haemophilus influenzae, ist resistent gegen Makrolide. Das liegt einfach daran, dass wir es immer wieder einsetzen und praktisch ohne Indikation dem Patienten geben. Das zweite Problem dabei ist, wenn ich als Arzt jemandem jetzt ein Antibiotikum verschreibe, dann merkt er auch, das hilft nicht wirklich. Nach 5 Tagen kommt er zu Ihnen in die Apotheke und dann kriegt er was. Und Sie haben ja am Anfang gesehen, wie lange dauert die Erkältung üblicherweise? 9 Tage. Und wenn Sie dem jetzt sagen, das braucht 3 Tage, dann geht es Ihnen besser, dann stimmt das immer. Und ich habe verloren mit meinem blöden Antibiotikum. Und das ist so ein Thema, was ich jetzt gerade aufmache, das ist das Thema Wirksamkeit und Nutzen. Antibiotika wirken. Unstrittig, die zerstören die Bakterienhülle, die haben verschiedene andere Mechanismen, die wirken. Nützt das? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn ich also eine Therapie mache, auch wenn ich mir hier umgucke, gibt es so einige Dinge, wo ich sagen würde, ob das wirkt, weiß ich nicht. Aber nutzen können es schon. Dann müssen wir diese beiden Begriffe mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Das Ganze hat zu tun mit dem Grundthema, was kommt eigentlich an wahrgenommener Wirkung und eben auch an Nutzen an, wenn ich eine Therapie durchführe. Und Sie sehen hier 6 Bausteine. Ganz unten die ärztliche Konsultation. Das gilt übrigens auch für Sie, wenn Sie in der Apotheke beraten. Ihr Ratschlag, Ihr sich kümmern, dass Sie sagen, Mensch, Sie sehen aber heute schlecht aus, was ist denn los mit Ihnen? Das ist wirksam. Empathie ist wirksam. Da geht es einem schon besser. Dann kommt der Placebo-Effekt, den kennen Sie alle, der ist eben auch unstrittig wirksam. Habe ich selber erlebt, ich habe eine Veranstaltung gehabt, das war damals noch in Riga und abends vorher gab es eine kleine Geselligkeit, ganz moderat. Ich hatte am nächsten Morgen auf jeden Fall Kopfschmerzen, dachte, oh, du musst gleich einen Vortrag halten. Dann habe ich eine Aspirin ins Wasser getan. Och, und die Kopfschmerzen waren beim Frühstück schon weg. Ich war total happy, dachte, das wirkt ja echt so geil, das Zeug. Dann kam ich nach meinem Vortrag wieder aufs Zimmer, da stand das Glas immer noch. Ich hatte nicht einen Schluck davon getrunken. Das war klassischer Placebo-Effekt. Dann gibt es den natürlichen Verlauf. Und zwar, der Patient weiß halt nicht, dass es 9 Tage dauert und dass es von alleine wieder weggeht. Die selten führen Erkältungen zum Tode. Ja? Also irgendwann wird es auch wieder besser. Und je nachdem, wann in diesem Verlauf Sie derjenige sind, der involviert ist, haben Sie die besten Chancen, derjenige zu sein, der geheilt hat. Also ich an Tag 1, schlechte Karten, was mache ich dann? Ich sage, wissen Sie, mit der Erkältung, ach, am besten gehen Sie erst in die Apotheke und da kriegen Sie so viele mögliche Sachen, da gucken Sie, was für Sie gut ist. Und wenn das nicht hilft, kommen Sie wieder. Das ist mein Trick, denn dann kommt er nach 5 Tagen und dann kann ich machen, was ich will. Es wird auf jeden Fall besser. Dusseligerweise war er meistens erst bei Ihnen. Aber ne, also das ist so eine schöne Methode, zu wissen, wenn ich der Zweite bin, gewinne ich eigentlich immer, weil der natürliche Verlauf immer günstig ist. Dann haben wir den Hawthorne-Effekt. Was ist denn nochmal der Hawthorne-Effekt? Hawthorne-Effekt ist, wenn Sie eine Fabrik haben mit Mitarbeitern und Sie lassen da eine Unternehmensberatung durchlaufen. Und die machen halt die Sitzordnung anders und die Beleuchtung wird besser und dann werden so ein paar Farbelemente eingebaut und dann steigt die Produktivität. Da sagt man, toll, die Unternehmensberatung hat es echt raus. Und das ist passiert in der Firma Hawthorne in Chicago. Da hat ein Soziologe gesagt, glaubt ihr ernsthaft, dass das an diesen Maßnahmen lag, an den anderen Stühlen und an den Farbklecksen auf der Wand? Das lag daran, dass die wussten, dass da eine Unternehmensberatung ist und am Ende die Produktivität gesteigert werden soll. Und dann hat man also in einer anderen Fabrik diese Leute einfach nur durchlaufen lassen mit ihren schwarzen Anzügen und den weißen Kragen, White Collar heißen die auch in den USA, und siehe da, die Produktivität ist um 10% gestiegen, weil alle Mitarbeiter wussten, hier wird gerade was gemacht, um die Produktivität zu steigern. Und der Chef guckt nämlich zu. Und Hawthorne-Phänomen bedeutet, ich zeige erwünschtes Verhalten unter Beobachtung. Also wenn Sie zu jemandem sagen, ich gebe Ihnen jetzt was, da bin ich überzeugt, das hilft Ihnen, kommen Sie doch in 5 Tagen nochmal vorbei, sagen Sie mir, wie es war, dann wird es besser.
Denn der weiß ja, dass es beobachtet wird und dann erfüllt sich das auch, diese Prophezeiung. Regression zur Mitte. Was ist das? Ganz einfach, die Erkältung fängt an. Ja, erste Nacht geht so. Und wenn es so richtig schlimm ist, am Höhepunkt der Symptome, dann sucht man Rat. Und was passiert nach dem Höhepunkt? Es geht auch wieder runter. Ist immer so nach dem Höhepunkt. Und diese Regression zur Mitte ist ganz einfach. Die Menschen suchen unsere Hilfe, also ihre und meine, immer dann, wenn es besonders schlimm ist, wenn die Schmerzen besonders ausgeprägt sind, wenn die Erkältung besonders ausgeprägt ist. Und dann wird es auch wieder besser. Und dann sehen Sie als letzten Baustein ganz oben drauf den Substanzeffekt so ein bisschen. Und man muss halt sagen, ja, der ist auch da. Die hat ja eine Wirksamkeit, die Substanz, egal was Sie nehmen. Nur das, was wahrgenommen wird, besteht aus all diesen Komponenten. Die spielen da alle mit rein. Und dieser Substanzeffekt, das ist einfach nur ein ganz kleiner, spezifischer Effekt. Ich erzähle Ihnen das aus zwei Dingen. Zum einen bedeutet das, naja gut, vieles von dem, was wir machen, ist vielleicht nicht die wirksamste Strategie der Welt. Es hilft aber trotzdem aus diesen ganzen Gründen. Und das andere ist auch so ein bisschen, um Ihre Erwartungshaltung etwas zu justieren, wenn Sie nämlich Studien sehen, wie Medikamente wirken. Und Sie sehen eine Placebo-Gruppe und Sie sehen die Gruppe, die das Medikament bekommen hat. Und dann ist da nicht so ein Unterschied, sondern der ist nur so. Und dann denkt man so, also jetzt hätte ich aber mehr gedacht, dass das Schmerzmittel müsste doch eigentlich allen helfen und das Placebo wirkt ja auch. Und jetzt haben Sie so ein Gefühl dafür, was kann ich eigentlich erwarten gegen Placebo, wenn da alles andere rausgerechnet wird, wenn da Hawthorne-Phänomen, Regression zur Mitte, Placebo-Effekt, wird alles rausgerechnet, dann sind wir mit 20% schon ziemlich gut. Und nur ein Beispiel, das sind die Menschen, die nach 7 Tagen eine deutliche Symptomverbesserung hatten unter Ambroxol. Und da sehen Sie, das sind unter Placebo 77% und unter Ambroxol sind es fast 90%. Also 9 von 10 Menschen haben profitiert. Und da spielen diese ganzen Effekte rein. Und Sie sehen auch P gleich 0,05. Das ist ein signifikanter Unterschied und das ist das, was wir erwarten. Also wenn ich Erkältungsmedizin mache, erwarte ich eine bessere Wirkung als Placebo. Da aber alles reinspielt, was ich hier aufgelistet habe, kann ich nicht solche Sachen erwarten, sondern das ist ein realistischer Unterschied zu einfach nur einem Scheinpräparat mit allen anderen Maßnahmen dabei. Ich bin jetzt beim Ambroxol gelandet. Sie haben die erste Studie gesehen, die erste wissenschaftliche Arbeit. Was kann denn diese Substanz? Das Ambroxol ist aus dem Lungenkraut, aus der ayurvedischen Medizin. Also jemand, der sagt, ich möchte gerne was Pflanzliches, ist da durchaus mit bedient, wobei es natürlich pharmakologisch noch angepasst wurde, vor allem um verträglicher zu sein. Das ist also ein ganz, ganz guter Aspekt. Und das Ambroxol gehört zu den Pharmazeutika, die wirklich nachgewiesen auch Effekte haben, die man prüfen kann. Das fängt damit an, dass das Sputum, dieser Schleim, den ich Ihnen eben beschrieben habe, in dem die Zilien festkleben, das wird wirklich dünnflüssiger. Das heißt, die Leute kriegen es besser raus, weil es leichter zu mobilisieren ist, weil die Zilien nicht mehr festkleben, sondern sich besser bewegen können. Ein zweiter Aspekt ist, das kennen Sie auch von ganz vielen Menschen mit Husten, die sagen, wenn ich es doch nur rauskriegen würde, dann geht es mir besser, wenn ich mich frei husten kann. Das kann Ambroxol auch. Die graue Kurve ist Placebo, die blaue Kurve ist Ambroxol. Also tatsächlich ein höheres Auswurfvolumen, was von den Betroffenen auch so erlebt wird, als eine Entlastung beim Husten. Und das Letzte ist der Abtransport des Schleims. Das heißt, die Zilienaktivierung, die wird auch durch Ambroxol unterstützt und diese, ich sag mal, diese Rolltreppe, auf der der Schleim nach oben befördert wird und rauskommt, die wird durch Ambroxol stärker und da sehen Sie wieder Grau, Placebo und Ambroxol Vorbehandlung und dann auf der rechten Seite Placebo und Ambroxol Untertherapie und der Unterschied entspricht tatsächlich dem zu erwartenden Effekt, wenn eine Substanz eine eigene spezifische Wirkung hat. Das funktioniert also. Beim Ambroxol gibt es noch ganz viele andere Sachen und Sie haben am Anfang diese Überschrift gehört, Wunderwaffe gegen Antibiotikaresistenz. Eine Antwort ist schon mal ganz klar, wenn ich statt ein Antibiotikum zu geben bei einer Erkältung ein vernünftiges Expektorans verordne oder Sie das eben ausgeben, dann habe ich mehr erreicht. Dann habe ich nicht nur eine wirksame Therapie, sondern ich habe auch eine Antibiotikaresistenz verhindert, weil ich eben die richtige Maßnahme ergriffen habe, statt eine überflüssige, mit Resistenzentwicklung behaftete Therapie. Die Substanz ist schon
Ja, eine traditionelle Substanz, kann man sagen, die kennen wir schon lange und trotzdem ist sie immer wieder im Blick der Wissenschaft. Und da will ich Ihnen jetzt so zwei, drei Highlights noch zeigen, um so ein bisschen den Blick dafür zu schärfen, was Sie da eigentlich in der Hand haben, wenn Sie Ambroxol über die Ladentheke geben. Ich habe dafür das Goethe-Zitat mitgebracht, wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Also die Fragen bleiben immer noch und die Antworten kommen und kommen. Das war ein bisschen zu schnell. Moment. Ach nee, da. Ich habe immer den Pointer gedrückt. Also, auch wenn ich Ihnen gesagt habe, Antibiotikum steht auf der einen Seite bei Erkältung und Ambroxol steht auf der anderen. Es gibt ja auch Zustände, da ist das Antibiotikum die richtige Indikation, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung. Und dann gibt es Daten, dass Ambroxol tatsächlich die Konzentration des Antibiotikums am Wirkort erhöht. Das heißt, wenn ich als Arzt jetzt sage, derjenige braucht ein Antibiotikum und ich kombiniere das mit Ambroxol oder Sie machen das in der Apotheke, dass Sie sagen, wissen Sie, bei dem, was Sie da haben, kann man das noch unterstützen, dann hat das nicht nur diese symptomatischen Effekte, sondern Sie bringen das Antibiotikum tatsächlich noch mehr ins Bronchialsekret, da wo es eben hin soll bei einer Pneumonie, da wo die Bakterien sitzen. Gut gezeigt, dass der Effekt schon nach 4 Stunden nachweisbar ist. Das hier ist ein Bild. Ja, auf den ersten Blick denkt man, was soll denn das sein? Und tatsächlich kann ich Ihnen sagen, früher haben wir solche Bilder gesehen und haben nur gesagt, oh, alles dreckig, verunreinigt, gar nicht schön. Diese Kügelchen sind Mikroorganismen, Bakterien tatsächlich. Und dieses Schleimige, was sich da so zwischentummelt, das haben wir eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen über viele Jahre. War einfach nur irgendwie störend. Irgendwann haben wir verstanden, das hat eine Funktion. Heute hat es einen Namen, wir nennen es heute Biofilm. Und dieser Biofilm ist eine ganz, ganz intelligente Einrichtung der Bakterien. Der hat mehrere Funktionen. Zum einen, er klebt. Das ist schon mal super. Wenn ich ein Bakterium bin, ich hafte mich an so eine Wand an im Körper und will da nicht weg und der Mensch versucht mich durch Husten loszuwerden, dann ist es ganz schlau, wenn ich mich mit Klebstoff umhüllt habe und dann wird er mich gar nicht los. Das zweite ist, dieser Biofilm führt zu Zusammenhalt. Das heißt, ich kann eine Bakterienkolonie viel einfacher gründen und zusammenhalten, wenn ich mich mit Biofilm umgebe. Und das dritte ist, der Biofilm ist ein Nachrichtenkanal. Wir nennen das Quorum Sensing. Das heißt, die Bakterien senden sich gegenseitig Botenstoffe und das führt zu bestimmten Reaktionsmustern. Und das fünfte ist, der Biofilm ernährt. Nährstoffe werden durch Kanäle durch den Biofilm zu den Bakterien gebracht. Das heißt, dieser Biofilm ist in der Medizin heute ein echtes Problem. Denn viele Keime, an die wir schlecht rankommen, schützen sich ganz einfach durch Biofilm. Pseudomonas aeruginosa gehört dazu, Candida albicans gehört dazu. Der Biofilm hat so verschiedene Lebenszyklen. Sie sehen das dargestellt links. Die Bakterien finden sich an einer Stelle. Sie bilden dann im zweiten Schritt Biofilm. Dann kommt die Kolonie. Die Kolonie wächst und irgendwann platzt so ein Teil des Biofilms auf, entlässt die Bakterien und die siedeln sich wieder woanders an. Also es ist eine sehr, sehr intelligente Konstruktion der Mikroorganismen, um die Vermehrung sicherzustellen und sich vor Angriffen, insbesondere durch Antibiotika, zu schützen. Das, was Ambroxol jetzt kann, Sie haben ja eben schon gehört, es ändert die Schleimzusammensetzung, es macht den Schleim dünnflüssiger. Das macht es auch mit dem Biofilm. Es greift diesen Biofilm an. Und es gibt aktuelle Arbeiten, dass dieser Angriff des Biofilms dazu führt, dass besonders bei schwierigen Infektionen, aber auch bei Allerweltserkrankungen, das Antibiotikum stärker wirkt, weil es rankommt an die Mikroben, weil es rankommt an die Bakterien, die sich sonst durch den Biofilm geschützt haben. Also eine relativ neue Erkenntnis. Ambroxol greift Biofilm an und das unterstützt tatsächlich in der Medizin die Wirksamkeit der Antibiotika. Dann habe ich Ihnen was mitgebracht, das sind ganz kleine Rattenlungen. Die sollen stellvertretend stehen für Menschen, die auf der Intensivstation liegen mit schweren Erkrankungen. Da gibt es ein Krankheitsbild, das heißt ARDS, das Adult Respiratory Distress Syndrome, also das Erwachsenen-Stress-Syndrom der Lunge. Und bei diesem Stresssyndrom wissen wir, dass Menschen, die wir beatmen, die sowas entwickeln, ein ganz hohes Risiko haben zu versterben. Und wir sind heute in so einer Phase, wo wir sagen, wir müssen es nur schaffen, diesen Menschen so lange am Leben zu halten, bis die Lunge sich wieder erholt hat. Das klingt leicht, das ist unglaublich schwierig. Und Sie sehen hier mal so eine Darstellung, wie so eine Rattenlunge sich verändert beim ARDS. Also links ist die noch im ganz guten Zustand. In der Mitte sehen Sie so rote Flecken. Das sind Einblutungen, das ist so ein Alarmsignal. Und rechts sehen Sie eine geschwollene, mit Blut durchtränkte Rattenlunge.
Ambroxol hat lungenprotektive Eigenschaften, unter anderem, weil es die Surfektantbildung unterstützt, also dieses dünnflüssige Sekret. Und es ist sowohl im Tierversuch als auch beim Menschen gezeigt, dass das günstige Effekte hat auf schwerkranke Lungen. Also in der Intensivmedizin ist es heute ein Konzept, diesen Wirkstoff zu vernebeln, um bei solchen schweren Krankheitsbildern den Lungenschutz zu verbessern und eine schnellere Heilung zu erreichen. Das Letzte, was ich Ihnen dann noch zeige, wir reden, wenn wir von Erkältung reden, von Viren. Und die Viren, habe ich Ihnen auch schon gezeigt, die haften sich an die Bronchschleimhaut an und haben verschiedene Mechanismen, um da nicht mehr wegzukommen. Ambroxol hat verschiedene Ansätze, um das Anhaften der Viren zu verhindern. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Häufigkeit von Virusinfekten sinkt. Das ist gerade bei Menschen mit COPD gut gezeigt, mit der sogenannten Raucherlunge, die bei jedem dieser Infekte sich wirklich deutlich verschlechtern, teilweise ins Krankenhaus müssen. Und unter einer Dauertherapie von Ambroxol schafft man es, diese Virusinfekte zu verringern und diese Menschen mit deutlich weniger sogenannten Exazerbationen durchs Jahr zu bringen. Und wenn man einen Menschen, der an COPD leidet und der schwer leidet, fragt, was ist denn für Sie so aufs Jahr gesehen gut und schlecht? Und dann kommt raus, wenn derjenige häufig solche schlimmen Infektionen hat, dann sagt er, das war ein schlechtes Jahr. Wenn er sagt, das hatte ich ganz, ganz selten dieses Jahr. Ich hatte viele Tage, in denen ich machen konnte, was ich wollte, im Rahmen der Krankheit, in der Einschränkung, dann war es ein gutes Jahr. Das kann man mit solchen Medikamenten erreichen. Noch so ein Nebensatz. Ich habe Ihnen gesagt, die Wirkung von Antibiotika wird besser, wenn man Ambroxol dazu gibt, weil der Biofilm zerstört wird, der Bakterien schützen kann und weil die Antibiotika stärker an den Workout kommen. Das gilt wirklich nicht für jedes Mittel, das man gegen Schleim gibt. Und beim Acetylcystein, das will ich Ihnen nur noch mal in Erinnerung rufen, da ist das sogar kontraindiziert. Acetylcystein zerstört noch im Magen das Antibiotikum. Also wenn jemand Acetylcystein schluckt und ein Antibiotikum nimmt, dann hat er keinen Durchfall und entwickelt auch keine Resistenzen, weil das Antibiotikum deaktiviert wird. Das ist natürlich trotzdem ein unsinniges Konzept, aber das nur so im Nebensatz. Wir reden von Ambroxol, wenn wir von diesen günstigen Effekten bei der Antibiotikatherapie reden. Das ist für andere Expektorantien gerade nicht so. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir haben eine Heilung der akuten Bronchitis. Denken Sie nochmal, mehr Auswurf geht raus, ich kriege es endlich raus, das Zeug. Die Zehen werden aktiviert und der Schleim wird dünnflüssiger. Ich habe sinnlosen Antibiotikaverbrauch vermieden. Sie haben Resistenzen verhindert, Sie haben Durchfallerkrankungen verhindert, Sie haben auch Kosten am Ende des Tages gespart. Sie haben diese verschiedensten Wirkungen sekretolytisch, also es wird dünnflüssiger, es wird besser transportiert, es ist antientzündlich wirksam, antioxidativ, habe ich Ihnen im Detail gar nicht gezeigt. Und diese surfektenstimulierende Wirkung ist für die Bronchien auch besser. Und wir wissen inzwischen eben gerade bei bakteriellen Infektionen, wenn wir mal weggehen von Erkältung, dass das Zusammenwirken von Ambroxol und Antibiotika günstig ist, um bakterielle Infekte in den Griff zu bekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben. Bis hierhin vielen Dank.